Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir sind ja hier alle im Theater mehr für die Bühne gemacht und nicht für die Kamera. Das kann jetzt interessant werden. Ja, ich bin auch nicht nervös. Ich meine, ist der letzte Tag, aber ich muss auch sagen, war Ferdinand nervös, als er Luise die Limo gegeben hat? Ich glaube nicht. Wir spielen auch heute nur einen Tag und das ist eigentlich immer so ein kleiner Seelenreiniger. Es macht echt Freude, das Stück, auch wenn es jetzt um eine Eintagsfliege geht, die heute stirbt, aber das ist nebensächlich, würde ich sagen. Wenn wir gerade davon reden, ne? Guten Morgen! Morgen! Na, letzter Tag? Wie geht's dir denn? Bist du auch okay? Du sag wirklich Bescheid, wenn irgendwas ist, ne? Wir können auch kurz mal mit dem Hund eine Runde drehen. Aber du bist ja schon im Kostüm. Das stört dich nicht. Ja, es ist ja jetzt auch nicht so, als ob ich nur noch einen Tag zu leben hätte und würde heute sterben oder so. Ich dachte jetzt vor dem Stück Witze übers Todsein? Nee, komm, komm, lass einfach. Toll, Logan, echt. Warum muss eigentlich immer ich sterben? Warum nicht alle verkackte Menschen oder wenn der hässliche Fuchs ist? Das ist nicht fair. Wir gehen gleich ran, würde ich sagen. Ja, und das ist das Inspi-Zimmer, sozusagen mein Büro für die letzten anderthalb Jahre. Ich hatte hier meinen Tisch mit zwei Steckdosen, so einem Spiegel, einem kleinen SpongeBob und vielleicht ein, zwei Zetteln, die ich auch hätte abschicken sollen. Ja gut. Ich habe jetzt auch nur FSJ gemacht. Ich hätte natürlich nach mehr verlangen können. Habe ich natürlich aus Anstand nicht. Wäre selbstverständlich gewesen, dass ich mehr hätte kriegen können. Herr Julius? Ja? Was soll denn das, wenn es fertig wird? Achso, Paul ist heute bei einem Vorsprechen. Ja? Und da dachte ich, ich mach den Fuchs einfach mal. Also, der Fuchs, ne, das ist auch einfach für mich als Schauspieler eine krasse Herausforderung einfach. Das ist so ein intelligentes Tier. Ich finde, Füchse sind einfach nicht nur schlau, ja, die sind auch agil, die sind wendig. Und es gibt ja auch verschiedene von denen. Hi, Olli. Wegen dem Wildschwein, also Paul ist ja nicht da. Sag mal, oben hast du meinen Brief schon gekriegt. Der Saubetzler Lieder, ich hab mir endlich erzählt, wo der Bauer sein Mosch geholt hat. Egal, gestern war ich in Oberrissdorf. Da hat sich der Bauer an seiner alten Melkmaschine angeschlossen und ich hör das bei 10 Liter auf und hat ihn wie Feuerwehr das Ding einfach weggeflext. Heiliges Blechli, das hat gespritzt. Danke, Olli. Ich habe auch einfach so richtig krasse Augen, ja? Das sieht aus wie bei Katzen, aber von der DNA her ist es eher ein Hund. Das ist ganz verrückt. Das ist wie ein Mix zwischen... Die denken alle immer, ich kann nur Schwäbisch. Aber eigentlich habe ich seit 10 Jahren keine Lust mehr, mit denen zu reden. Eigentlich lassen sie mich auch immer in Ruhe. Jo. Hey, Tom, ich wollte fragen, wäre es möglich, wenn du das Wildschwein spielen könntest? Ach du Logen, also weißt du, wegen dem Fuchs, ne, ich ich hab hier ganz Tom? Schmecken. Tom? Thank you.
Hi, Chris. Hi, Logan. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber wegen dem Wildschwein. Bei Regen sind die wenigsten Schaukeln frei. Ja, seitdem er den Achtsamkeitskurs belegt hat, redet Christopher Wartig eigentlich nur noch in Kalendersprüchen. Er denkt, das macht ihn weiser. Träume werden nur dann wahr, wenn du deine Augen schließt. Aber Wünsche gehen nur in Erfüllung, wenn du deine Augen öffnest. Scheiße. Okay. So, jetzt das andere? Das andere. Ja. Oh. Los, Jacke drüber. Ja. Geht doch eigentlich, oder? Nee, Logan, das wird nix. Und was machen wir da jetzt? Geh zu Anja rüber. Los. Das war am Ende das Einzige, was Anja für mich da hatte. Ich hatte einfach keinen Bock nachzuschauen. Julius, hättest du gerade Zeit, Text zusammen zu machen? Ich kann den Scheiß nicht auswendig und diese Flasche habe ich auch nur übernommen. Ja, sorry, ey, wirklich, Logan, voll gerne eigentlich normalerweise, ja, aber jetzt gerade will ich mich noch ein bisschen in den Fuchs reinfinden. Ich brauche die Zeit einfach vorher noch. Okay? Du kannst den Text schon. Wie lange wusstest du davon? Seit einer Woche schon. Ja, und seitdem, also morgens, mittags, abends, trinke ich entweder hier Kaffee, ne, oder baller mir so Koffeintabletten rein. Und dann, also entweder mache ich dann Text so, oder gucke halt Fuchsdokus. Wusstest du eigentlich, dass Füchse voll gern miteinander spielen? Ey, das ist so brutal süß, echt. Guck mal hier. Ja, eine Katze. Wegen den Augen. Die haben so, diese Augen haben die. Die Katzen und die Augen. Meine Hände. Ey, Alter, bin ich zu spät? Digga, mein Zug war einfach echt viel zu spät. Ich hatte gerade ein Vorsprechen in Berlin. Bei Castorf Rauxel. Digga, das ist der. Muss mal ran, ja? Hallo? Mama, ich hab dir gesagt, ich mag im Theater nicht telefonieren. Ich hab gleich vorstellen, muss mich konzentrieren. Ja, das mit der Sau und dem Fuchs, genau, ja. Nur ein Tag. Was? Mama sagt, dass das nicht wahr ist. Nicht die Katze. Mama? Halt mal weg jetzt. Ich bin's, können wir Text machen? Oder die Grille! Warum stimmt nicht einfach mal diese scheiß Grille mit ihrer hässlichen Maultrommel? Ich weiß nicht, das nimmt mich halt einfach mit, dass ich die Einzige bin, die so einen tragischen Tod erleiden muss. Einzige? Ich sterb doch auch. Niemand interessiert sich für die Depri-Fliege, Ronja. 2 Stunden, 3 Minuten, 35 Sekunden. Am Arsch. Ist ja gut. Die Straße. Oh, Scheiße.
Ja, ich muss jetzt mit Textbuch auf die Bühne. Gibt keine andere Lösung, weil ich kann's halt nicht. Und zum Glück geht das Stück auch nur eine Stunde, weil in dem Anzug muss ich auch ganz schön pissen. Ja. Wird schon. Toi, toi, toi. Was ein Scheiß. Die Kinder sind heulend rausgerannt. Davor kam eins auf die Bühne und hat mich getreten. Ein weiteres hat die Erzieherin gefragt, ob es einen Gott gibt. Ja. Und genauso was passiert, wenn das Wildschwein so aussieht, als ob es die Kindergartenkinder gleich mit in den Eiscremewagen nimmt. Aber ist egal, die dürfen sich nächste Woche dafür freie Wahl anschauen. Ich brauche sowas auch nicht am letzten Tag. Jetzt auch nichts anderes mehr. Es stand jetzt zwischen dem oder alles Gute zur Vasektomie, aber besser als nichts. Wenn ich Logan mit einem Wort beschreiben müsste, 365. Denn im Jahr gibt es 365 neue Tage, 365 neue Abenteuer, 365 neue Erinnerungen, 365 Sonnenaufgänge, 365 Logan. Nett. Angenehm. Redebedürftig. Tja. Ja, Logan ist schon einfach... ist ein lieber Mensch. Ja. Voll fuchsig. Sorry, ich brauche mal einen Moment jetzt. Mancherie. Lecker. Leichtgläubig. Wer war das nochmal? Sind wir fertig? Ist aufs Klo. Er hat mir meinen Geburtstag gedacht. Das ist brutal süß, Leute, echt. Das ist geil, ey. Geil. Danke, Leute, ey. Denkt ihr auch was, oder? Geschenke?